Ich war 10, als mich mein Vater an einen 60-jährigen Mann verkaufte. Mein Vater hat mich für $1,200 an einen blinden Mann verkauft. Er bekam $1,000, als er mich dem Mann übergab. Was möchtest du? Willst du nach Hause zurück? Weil du denkst, dein Vater würde dich wieder verkaufen? Ja, klar. Sie tauschen Mädchen gegen Schafe, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn ein Mann eine Frau für ein paar Schafe bekommen hat, kann er mit ihr alles machen. Er kann sie auch umbringen. Wenn er das Mädchen tötet, fragt niemand danach, weshalb er es getan hat. Der Mann ist dann der Besitzer dieses Mädchens. Eines der wenigen Frauenhäuser in Afghanistan. Es bietet Schutz vor Erniedrigung und Gewalt. Und oft macht es den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Hallo. Wir wollen Sabra abholen. Sie erwartet euch bereits. Sabre ist vor 18 Monaten vor ihrem Ehemann geflüchtet. Seither lebt sie im Frauenhaus. Ihr Stiefvater Khalek, ihre Mutter und ihre Stiefschwester sind ins Frauenhaus gekommen, um die Familie wieder zu vereinen. Aber sie müssen sich an die Bedingungen des Frauenhauses halten. Kommt bitte mit, ich muss mit euch reden. Ihr könnt Sabre mitnehmen, aber ihr müsst sie an einen sicheren Ort bringen. Niemand darf wissen, wo sie wohnt. Es ist wichtig, dass die Familie von Sabres Ehemann nicht erfährt, wo sie lebt. Sonst ist sie in Lebensgefahr. Wir müssen jederzeit mit ihr Kontakt aufnehmen können. Wie ihr seht, geht es Sabre jetzt gut. Das hat sie dem Team hier zu verdanken. Jetzt sind sie für Sabres Wohl verantwortlich. Zumindest bis das Problem gelöst ist. Das ist ganz in unserem Sinne. Wir wünschen uns auch eine rasche Lösung. Wer ist dieses kleine Mädchen? Meine Tochter. Ging sie in Kandahar zur Schule? Nein, ich habe sie schon einem Mann versprochen. Ich habe einen Deal gemacht. Was hast du dafür bekommen? Ein paar Schafe und ein Stück Land. Einen Teil habe ich schon bekommen und den Rest erhalte ich in den nächsten 4 Jahren. Passt gut auf euch auf. Komm, Mutter. Ich war ein Kind, als ich geheiratet habe. Ich wurde geschlagen. Ich war so unglücklich.
Deshalb will ich die Scheidung und ein neues Leben beginnen. Komm her, Großmutter. Damit die Familie zusammenbleiben kann, musste Khalek von Kandahar nach Mazar ziehen. Erst jetzt, nachdem einige Jahre vergangen sind, kann Sabre wieder mit ihrer Familie zusammenleben. Bis sie geschieden ist, kann sie jedoch das Haus nicht verlassen, kann keinen Job annehmen und nicht wieder heiraten. Damals war ich 10 Jahre alt. Er war sehr alt, er hatte weiße Haare und einen weißen Bart. Als mein leiblicher Vater starb, wurden meine Mutter und ich weitervererbt. Meine Mutter musste meinen Cousin Khalek heiraten und andere Verwandte erbten mich. Sabre war 7, als ihr Vater im Krieg umkam. Die Verantwortung für ihre Mutter übernahm Khalek. Sabre musste mit den Verwandten mitgehen. Anfangs ging das gut, doch dann veränderte sich Sabres Leben schlagartig. Mir wurde klar, dass sie mich verkaufen wollten. Sie hielten mich am Genick fest und übergaben mich dem alten Mann, den ich kannte. Ich begann zu weinen und flehte sie an, mich nicht an ihn zu verkaufen. Ich wusste, dass er schon 2 Ehefrauen umgebracht hatte und dass er mit mir dasselbe tun würde. Aber meine Verwandten sind auch Taliban und sie hörten nicht auf mich. So ein schreckliches Unglück. Ich konnte nicht schreiben. Um auf meine Situation aufmerksam zu machen, habe ich ein Loch in ein Papier gebrannt. Und ich habe eine Person gefunden, der ich das Papier übergeben konnte. Ich sagte ihr, gib dieses Papier meiner Mutter. Sie wird verstehen, in welcher Situation ich mich befinde. Ich machte mir solche Sorgen um meine Tochter. Ich biss auf meine Lippen, bis sie bluteten. Wieso muss das Leben so sein? Wie viel soll ich dafür verlangen? Verkauf sie für so viel, wie du für richtig hältst. Du weißt es am besten. Farzaneh, begleite deinen Vater und schließ die Tür hinter ihm. Wollen Sie diese Stifte kaufen? Wie viel kosten sie? Wir machen sie zu Hause. 40 Rupien. Wollen Sie keine kaufen? Der Mann dort drüben hat 20 Stifte gekauft und ein gutes Geschäft gemacht. Er hat die Stifte gekauft? Ja, ich habe sie vor ein paar Tagen verkauft. Ich verstehe nicht, wieso niemand sie kaufen will. Sabres tragisches Schicksal ist kein Einzelfall. Erzwungene Hochzeiten und Gewalt gegen Frauen sind allgegenwärtig in Afghanistan. Gott sei mit dir. Das Frauenhaus ist auf 2 Gebäude verteilt. Eines ist öffentlich. Hier können die Frauen hingehen, wenn sie Hilfe brauchen. Zum Beispiel in einem Streitfall. Im 2. Gebäude leben die Frauen, die sich verstecken müssen. Wo genau es ist, ist streng geheim. Nicht einmal alle Angestellten wissen es. 50 Frauen leben in der Unterkunft in Mazar. Frauenrechtsaktivistinnen wie Rokie betreuen aber zusätzlich noch 200 weitere Frauen, die versteckt in der Stadt leben. Da wir keine Burka tragen, kann uns jeder erkennen. Alle wissen, dass wir den Frauen helfen. Die Taliban verurteilen unsere Arbeit und unseren Kleidungsstil. Mein schlimmster Albtraum ist es, dass sie eines Tages wieder an die Macht kommen.
Hoffentlich greift er mich nicht an. Hallo. Hallo. Ist Sabre zu Hause? Ja. Sabre John ist? Ist dein Vater zu Hause? Nein. Aber deine Mutter ist hier? Ja. Dein Mann, Gol Mohammed, ist im Moment in Baghdad. Dein Fall wird also dort verhandelt. Aber weil es für dich gefährlich ist, dorthin zu gehen, werden wir einen Anwalt für dich hinschicken. Es gibt ein Treffen im Frauenhaus um 10 Uhr. Du solltest morgen dorthin kommen, damit wir alles besprechen können. Vergiss nicht, morgen um 10. Natürlich, ich komme. Ich kenne niemanden. Ich habe keine Macht und kein Geld. Ihr Ehemann könnte mir etwas antun. Deshalb kann ich nirgendwo hingehen. Was würde er mit Sabre machen, wenn du sie ihm zurückgibst? Er würde sie umbringen. Er wird erst zufrieden sein, wenn ihr Blut den Boden bedeckt. Sie ist meine Stieftochter. Sie ist jetzt bei mir. Wir werden sehen, was geschieht. Ich möchte euch informieren, dass wir einen Anwalt für Sabre bestimmt haben. Er wird die Scheidung einreichen. Dann wird ihr Ehemann Gol Mohammed vorgeladen. Wir werden sehen, ob er vor Gericht erscheint. Wenn er nicht erscheint, wird das Gericht ihn 2 weitere Male vorladen. Wenn er dann immer noch nicht erscheint, könnte das Gericht die Scheidung gutheißen. Sabre kann sich ohne die Einwilligung ihres Mannes nicht scheiden lassen. Solange sie nicht geschieden ist, gehört sie ihrem Ehemann Gol Mohammed. Dieser müsste eigentlich vor Gericht erscheinen. Aber er hat gute Gründe, es nicht zu tun. Hey du, Tochter, bring mir Tee. Ich bin müde. Ich habe gearbeitet und bin durstig. Eine Frau ist weniger wert als ein Tier. Die Männer tauschen Frauen gegen Vieh. Sie kaufen Frauen, als ob sie Tiere wären. Wenn du dich bei ihm über die schlechte Behandlung beklagst, sagt er, habe schließlich so und so viele Schafe für dich bezahlt. Die Frauen werden also den Tieren gleichgesetzt. Die Menschen hier können weder lesen noch schreiben. Viele wissen nicht einmal, was ein Buch ist. Alle unsere Probleme hängen mit dem Analphabetismus zusammen.
Mein Elend kommt daher, dass ich keinen Sohn habe. Ein Sohn würde vieles ändern. Ich könnte an einem anderen Ort arbeiten gehen. Und er würde zu Hause die Familie beschützen. Hätte ich einen Sohn, würde ich meine Tochter niemals verkaufen. Werden die Söhne nicht verkauft? Nein, ich habe noch nie von einem Mann gehört, der seinen Sohn verkauft hätte. Wieso werden dann die Töchter verkauft? Weil das so Tradition ist mit den Töchtern in Afghanistan. Im ganzen Land ist es üblich, dass man seine Töchter verkauft. Man kann sie für Schafe, für Land oder für Geld verkaufen. Bei uns ist das so üblich. Ich hatte Angst vor ihm. Keine Ohren hörten meine Schreie, verstehst du? Niemand konnte mir helfen, vor ihm zu flüchten. Niemand. Ich musste mich ihm unterwerfen. Nach 2 Jahren wurde ich schwanger. Ich war 12. Als ich im 7. Monat war, schlug mich mein Ehemann zusammen. Ich blutete so stark, dass ich 2 oder 3 Mal das Bewusstsein verlor. Dann rief er eine Nachbarin und forderte sie auf, mir zu helfen. Die Nachbarin kam und drückte immer wieder ganz fest zu, etwa so. Dann gab sie mir etwas zu trinken. Nachdem ich die Flüssigkeit zu mir genommen hatte, erlitt ich eine Fehlgeburt. Das Baby kam tot heraus. Insgesamt hatte ich 4 Fehlgeburten. Guten Tag. Heute ist Sabres Gerichtstermin. Bitte wartet hier. Wenn er nicht auftaucht, haben wir ein Riesenproblem. Die Scheidung könnte dann auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Geh mal nachschauen, ob die eine Bewilligung zum Filmen haben. Genug, ihr dürft nicht ohne Bewilligung filmen. Wir wollen auch im Gericht filmen. Keine Diskussion, verschwindet. Leider ist Sabres Ehemann heute nicht erschienen, deshalb konnte das Gericht ihren Fall nicht verhandeln. Die Richter haben beschlossen, dass Sabres Familie diesen Mann selbst finden muss. Sonst wird es nicht zu einer Verhandlung kommen. So hätte es nicht enden dürfen. Aber wir geben nicht auf. Wir werden versuchen, mit dem Oberhaupt seines Dorfes zu reden. Vielleicht kann er ihn dazu bewegen, das nächste Mal zu kommen. Das Scheitern vor Gericht zwingt Khalek selbst, eine Lösung zu finden. Er will Gol Mohammed eine Falle stellen. Ich will ihn austricksen. Dann können wir ihn verhaften und nach Mazar bringen.
Ich habe keine Brüder. Deshalb mache ich mir Sorgen um Farzaneh. Es gibt so viele Probleme und es ist Krieg. Wenn ich sterbe, wird mein Cousin sie erben. Und dann könnte sich Sabres Geschichte wiederholen. Mein Cousin könnte sie auch an einen alten Mann verkaufen. Das macht mir große Sorgen. Mir wäre es lieber, wenn sie bei uns bleibt, bis sie 15 oder 16 ist. Dann soll sie heiraten. Sie ist doch erst 10 Jahre alt. Sie hat noch Zeit. Khaleks Lage ist aussichtslos. Er hat keinen Job, keine Verwandten, an die er sich wenden könnte. Er verdient nichts, hat aber 4 Frauen zu Hause, die er durchfüttern muss. Wo soll ich sie dir übergeben? Hallo. Hör mir zu. Du kannst sie in Mazar, Kunduz, Kabul, Kandahar oder Girish abholen. Ich übergebe sie dir, wo du willst. Du sagst mir wo und ich bringe sie dir. Herat ist nicht weit weg. Weshalb willst du nicht hierher kommen? Komm du her und hol sie. Ich werde dich nicht verraten. Wir sind beide Pashtunen. Ich verspreche es dir. Hallo? Hörst du mich noch? Kommst du nach Mazar? Du hast sie nach Mazar gebracht? Sie ist mit mir in Mazar. Komm und hol dir deine Frau zurück. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Bring sie um, wenn du das willst. Hörst du mich noch? Hallo. Ich habe aufgelegt. Er wird zurückrufen. Er könnte mich still und heimlich umbringen, ohne dass es jemand merken würde. Er hat mir oft gesagt, dass ich wie ein Hund für ihn sei. Er hat mich 4 Jahre lang gefangen gehalten. Ich konnte nicht raus, durfte meine Familie nicht sehen. Ich durfte weder meine Mutter noch meine Schwestern besuchen. Eines Nachts attackierten Männer unser Haus. Mein Mann schuldete ihnen Geld. Sie wollten meinen Mann und dachten, ich würde ihn verstecken. Sie wollten mich entführen. Ich schnappte mir den Koran und rannte aus dem Haus. Ich flehte sie an, mich gehen zu lassen. Ich weinte und sagte ihnen, sie könnten das ganze Haus nach meinem Mann durchsuchen, aber sie sollten mich in Ruhe lassen. Als sie im Haus waren, überlegte ich verzweifelt, was ich tun könnte. Meine Nachbarn ließen mich nicht rein, sie hatten Angst vor den Angreifern. Komm nie mehr hierher, sagten sie mir. Ich habe so schlimme Dinge erlebt, als ich bei diesem Mann lebte. Mein Leben war schrecklich. Ich war doch erst 14 oder 15. Die ganze Zeit wurde ich geschlagen. Ich habe viel Schlimmes erlebt. Viele Male wollte ich mir das Leben nehmen. Mit Paraffinöl und einem Streichholz.
Ich wollte mich mit Paraffinöl übergießen und mich dann anzünden. Eine Nachbarin hat sich so das Leben genommen. Sie war in der gleichen Situation wie ich. Sie konnte nirgendwo hingehen. Wie viel? 30 Rupien. Das ist zu teuer. Das ist sorgfältige Handarbeit. Ich gebe Ihnen 5 Rupien. Was? Nur 5? In Afghanistan gibt es keine Arbeit. 5 Rupien. Geben Sie sie mir billiger. Ich habe noch nichts gegessen heute. Ich frage mich immer wieder, wo ich hingehen könnte, um dem Hunger und der Armut zu entkommen. Hallo, herzlich willkommen. Kommen Sie rein. Was kann ich für Sie tun? Ich überbringe eine Nachricht von Abdul Nabi. Was will er? Es geht um Ihre jüngere Tochter, Farzaneh. Er will Ihnen die restlichen Schafe übergeben und das Mädchen dann gleich mitnehmen. Bitte sagen Sie ihm, wir haben den Deal in Freundschaft abgeschlossen. Meine Tochter ist noch nicht reif genug. Bitte lass sie noch ein paar Jahre zu Hause bleiben. Sie muss zuerst noch ein paar Dinge im Leben lernen. Sie gehört ihm, aber es wäre das Beste, wenn sie noch ein bisschen bei uns bleiben könnte. Heißt das, Sie weigern sich? Keine Sorge, seine Bezahlung ist in Ordnung und ich werde die Vereinbarung einhalten. Er wird es niemals akzeptieren. Bitte, Sie können ihn überzeugen. Gott wird ihm nicht verzeihen, dass er mir Botschafter vorbeischickt, die mich bedrohen. Ständig will er entweder die Schafe zurück oder meine Tochter sofort mitnehmen. Er soll aufhören, mich zu bedrängen. Was sollen wir denn jetzt tun? Uns an die Abmachung halten und die Dinge nicht noch komplizierter machen. Gute Reise. Wieso hast du diesen Mann hierher gebracht? Wen meinst du? Diesen Mann. Ich habe ihn auf dem Markt getroffen. Ich wollte ihn nicht einladen, aber ich musste ihn fragen, ob er mitkommen will, und er hat ja gesagt. Aber er kommt aus seiner Umgebung. Er wird meinem Ehemann die Adresse geben. Wir haben den Leuten vom Frauenhaus versprochen, niemandem unsere Adresse preiszugeben. Niemandem. Das war ein äußerst bösartiger und gefährlicher Mann. Und du bringst diesen Mann hierher, um mit ihm Tee zu trinken. Wieso hast du ihm die Adresse gegeben? Ich habe sie ihm gegeben, ja. Aber er wird hier nicht rumschnüffeln. Hört auf zu streiten. Bring mir Tee. Nein, ich werde dir weder Tee noch Essen bringen. Wieso nicht? Ich werde dir nie mehr Tee bringen. Komm zurück. Bring mir Tee und etwas zu essen. Bring mir Tee. Sie sagt, sie bringt dir keinen Tee und kein Essen mehr. Bring mir Tee.
Er ist ein böser Mensch. Er könnte mich umbringen oder mich mit Gewalt von hier wegholen. Was können die Behörden schon tun, wenn er mich entführt? Dass Khalek den Wohnort der Familie bekannt gegeben hat, gefährdet sowohl Sabre als auch ihre kleine Schwester Farzaneh. Beide könnten nun entführt werden. Oder sogar noch schlimmer. Ich hatte keine Wahl. Ich musste mich auf diesen Handel mit Farzaneh einlassen. Nachdem ich aus dem Iran abgeschoben wurde, habe ich mich tief verschuldet. Einen Teil der Schulden habe ich zurückbezahlt. Aber dann hatte ich kein Geld mehr und ich fand keinen Job. Farzaneh zu verkaufen war die einzige Möglichkeit. Man bot mir ein paar Schafe und ein kleines Stück Land. Aber das Land braucht Regen. Ohne Regen gibt es keine Ernte. Die Vereinbarung war, dass er sie in 6 Jahren bekommt. 6 Jahre. Aber jetzt hält er sich nicht an die Vereinbarung. Bei aller Sorge um Farzanehs Zukunft. Jetzt muss sich Khalek zuerst um Sabre kümmern. Denn ihr Leben ist in Gefahr. Nur im Frauenhaus ist sie noch sicher. Was ist denn passiert? Vor ein paar Tagen hat der Verwandte von Farzanehs Käufer nach Hause gebracht. Wer hat das getan? Mein Stiefvater. Ich habe Angst, dass der Mann unsere Adresse an meinen Ehemann weitergibt. Als wir dir Sabre mitgegeben haben, haben wir eine Vereinbarung getroffen. Du hast versprochen, dass du sie an einem sicheren Ort wohnen lässt. Du weißt, dass du damit Sabres Leben aufs Spiel setzt. Weshalb hast du das getan? Ich bereue, was ich gemacht habe. Wenn diese Männer Gol Mohammed kennen, werden sie ihm verraten, wo Sabre lebt. Und dann ist ihr Leben in Gefahr. Genauso wie deines. Was mache ich denn jetzt? Entweder kommt Sabre wieder zu uns, oder ihr müsst ein neues Zuhause finden. Ich möchte gerne wissen, wie du das Problem lösen willst. Öffne die Tür und schau dich um. Geh nur. Alles ist gut. Du kannst die Burka ausziehen. Was ist denn das für ein Ort? Ganz ruhig. Wir werden es renovieren. Ich werde alles streichen und Elektrizität beschaffen. Schau doch mal, wie schön der Garten ist mit all den Blumen. Ja, die Blumen sind schön, aber dieser Raum. Wir werden es schön herrichten. Wir werden bald Elektrizität haben. Das ist nicht schwierig. Das ist kein guter Ort. Wir haben hier Wasser und Blumen. Es ist ein schöner Ort. Schau doch mal, hier drin kann man doch nicht wohnen. Dieser Raum ist viel besser. Was wollt ihr denn noch?
Mach Tee. Wie denn? Füll den Wasserkocher. Du musst selber Wasser holen. Hör auf mit dem Blödsinn. Hol Wasser. Bleib sitzen. Er soll das Wasser holen. Du musst das Wasser aus dem Brunnen pumpen. Du bist alt genug, um die Pumpe zu bedienen. Du bist ein Mann, aber du brauchst zwei Frauen, die dir Wasser bringen. Du solltest selber Wasser holen. Geh schon. Nein, jemand hat meine Schuhe angezogen. Wasser. Dann nimm meine. Nein, deine Schuhe sind zu groß für mich. Beweg dich. Welchen Unterschied gibt es für dich zwischen Mann und Frau? Der Unterschied ist, dass Gott uns so geschaffen hat, dass die Frauen zu Hause bleiben sollten und die Männer rausgehen. Ein Mann kann überall hingehen, eine Frau nicht. Wieso kann das die Frau nicht? Weil sie eine Frau ist. Weil sie schwächer ist. Hey Tochter, bring mir ein Glas Wasser. Bitte sehr. Wunderbar. Wieso bringst du mir warmes Wasser? Du solltest mir kaltes bringen. Das ist nicht kalt. Bring das Gekühlte aus der Thermosflasche. Ich erinnere mich noch an meinen leiblichen Vater. Ich glaube, er hat mich wirklich geliebt. Als du ein kleines Baby warst, hat er dich immer geküsst, wenn er nach Hause kam und du schon geschlafen hast. Ich habe dann immer gesagt, nicht küssen, du wächst sie auf. Aber er hörte nicht auf mich und er küsste dich. Ich erinnere mich, wie er nach Hause kam, als ich noch ein Kind war. Ich rannte ihm entgegen und er setzte mich auf seine Schultern. Ich habe keine Schafe und kein Geld. So ist das. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Problem ist, dass sie uns finden können, wenn sie sich durchfragen. Bring mir ein Glas Wasser. So sieht meine Situation aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie meinen es ernst. Sie wollen entweder das Mädchen oder die Schafe. Ich bat sie, Geduld zu haben und mir die verbleibenden 4 Jahre zu lassen. Sie sagen, sie wollen Farzaneh jetzt. Was soll ich machen?
Fasane ist verrückt. Hallo? Wie geht es dir? Wo bist du? Was tust du in Herat? Wieso kommst du nicht hierher? Hallo? Gut, ich komme, aber unter der Bedingung, dass du dein Geld nicht zurückverlangst. Okay, reden wir nicht übers Geld. Du solltest kommen, denn ich kann mich nicht mehr um sie kümmern. Überall ist Krieg. Und die andere Bedingung, du erzählst niemandem, dass ich dort bin. Okay, ich werde niemandem etwas sagen. Wenn irgendjemand davon erfährt, mach mich nicht verantwortlich für das, was dann geschieht. Sabres Stiefvater will die Falle nun zuschnappen lassen. Wenn sein Plan funktioniert, wird sich Gol Mohammed der Gerichtsverhandlung nicht mehr entziehen können. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn Gol Mohammed verhaftet wird, dann wird alles gut. Gol Mohammed ist ein gewalttätiger Verbrecher. Ihm eine Falle zu stellen, ist riskant. Sollte er etwas bemerken, wäre das nicht nur tödlich für Sabre, sondern für die ganze Familie. Gol Mohammed wird kommen. Ich bin ganz sicher, dass er kommen wird. 100% sicher. Er wird uns eine halbe Stunde oder eine Stunde warten lassen, aber er kommt bestimmt. Treffpunkt ist ein kleines Café, das von der Polizei observiert wird. Sabres Schicksal interessiert die Beamten jedoch nicht. Sie haben andere Gründe, um Gol Mohammed zu verhaften. Zwei Gläser Tee, bitte. Er will kommen. Dieser Typ dort, das ist Gol Mohammed. Hallo, sind Sie Gol Mohammed? Ja. Ich habe nichts getan. Wir haben einen Haftbefehl. Das war nicht unser Deal. Wieso hast du die Polizei eingeschaltet? Was hat er sonst noch verbrochen, abgesehen von Sabres Fall? Er hat noch viel schlimmere Verbrechen begangen.
Er ist der Polizei bekannt? Oh ja, die Polizei kennt ihn sehr gut. Ob schon Gol Mohammed jetzt im Gefängnis sitzt, bedeutet das für Sabre noch nicht, dass sie frei ist. Solange sie nicht geschieden ist, kann seine Familie sie nach wie vor entführen. Und sie kann immer noch keine Arbeit suchen oder wieder heiraten. Ich träume häufig von meiner Zukunft. Wenn ich mich gut fühle, sind es glückliche Träume. Ich wünschte, Afghanistan wäre ein besseres Land, in dem die Menschen lesen und schreiben können. Ein Land, in dem Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Es ist gut, dass Gul Mohammed im Gefängnis ist. Das haben Sie und Sabre sich ja gewünscht. Aber was werdet ihr nun tun? Wir werden weiter für Ihre Scheidung kämpfen. Und wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Was geschieht denn jetzt? Was sagt das Gesetz? Wir haben nichts zu tun mit seinen anderen Verbrechen. Wir versuchen noch einmal, Sabres Scheidung vor Gericht zu erwirken. Wir werden Druck auf das Gericht ausüben, damit ihr Fall so rasch als möglich abgeschlossen werden kann. Bisher ist Sabres Ehemann nicht vor Gericht erschienen und wir konnten ihn nicht finden. Aber jetzt, da er im Gefängnis ist, stehen die Chancen besser. Denn nun können wir ihn zwingen, ins Gericht zu kommen. Er muss vor Gericht erscheinen, selbst wenn er nicht will. Bring mir Wasser. Abdul Nabi hat angerufen. Er hat gesagt, er will Fasane jetzt. Aber sie ist so jung. Sie ist jung. Aber was können wir tun? Er ist gewalttätig. Ich kann nichts dagegen tun. Am Ende muss ich machen, was er verlangt. Ich muss. Was sagst du dazu? Ich kann nichts dagegen tun. Mein Vater hat mich verkauft. Ich habe 50 Schafe gekostet. Ich kann nichts dagegen tun. Was sagst du? Willst du? Nein, ich will nicht. Ich finde, ich bin zu jung. Ich muss erst erwachsen werden, will in die Schule gehen, lesen lernen. Ich bin noch zu jung. Thank you.
Wen suchen Sie? Wo ist die Familie, die früher hier wohnte? Sie sind weggezogen. Wieso? Das weiß ich nicht. Sie sind einfach weggegangen. Hörst du mich? Bitte, bring uns Sabri vorbei. Ich hoffe, du hast ein Auto. Wann soll sie dort sein? So rasch wie möglich. Da ist jemand, der sie gern treffen möchte. Hallo. Sie kamen und er gab ihnen Farzaneh für 50 Schafe. Ich habe meinem Vater immer wieder gesagt, er solle es nicht tun. Aber er hörte nicht auf mich. Er bekam die 50 Schafe und übergab ihnen Farzaneh. Meine Mutter und mein Stiefvater gingen nach Kandahar und ich kam zurück ins Frauenhaus. Ich werde Farzaneh wohl nie mehr wiedersehen. Sie lebt in einer Gegend, die von den Taliban kontrolliert wird. Dort können die Frauen kein freies Leben leben.